Willkommen zurück zu Let's Play Grandia. Im letzten Part haben Justin und Sue als Schiffsjungen angefangen zu arbeiten. Und dann ist noch der größte Abenteurer der neuen Welt zu uns gestoßen, ein Mädchen namens Fina. Und während wir uns so mit ihr unterhalten haben, ist es plötzlich dunkel geworden und sie ist weggestimmt und meinte, sie will zum Captain. Aber was genau los ist, weiß sie nicht. Oder wissen wir nicht. Boah, wir haben mit Fina gesprochen, oder? Ich bin so eifersüchtig. Hey, jetzt nicht Zeit, um so etwas zu sprechen. Sehen die Wolken nicht seltsam aus? Hm? Du hast recht. Erstaunlich, dass dir das auffällt. Tja. Diese Fina ist ein super Mädchen. Ich bewundere sie wirklich. Ihr sollt auch zu ihren Fans gehören. Oh, ich bin genauso klasse wie sie. Du? Hä? Sag nicht sowas. Wenn du mit ihr konkurrieren willst, mach erst einmal deine Arbeit besser. Ja, das stimmt schon. Sue war jetzt nicht so toll da bei der Arbeit. Aber jetzt sollten wir mal zum Captain gehen. Dann sollte ich aber auch mal wirklich zum Captain gehen und nicht hier irgendwo sinnlos rumrennen. Also hören wir doch mal zu, was die jetzt sagen. Captain, ein Sturm ist aufgezogen. Das Meer ist unruhig. Seltsame Wolken ziehen heran. Das gibt Ärger. Ich rufe die Männer zusammen. Nicht nur das. Ich habe eine schlechte Vorahnung. Fina, was ist denn los? Stimmt etwas nicht? Macht euch keine Sorgen, Justin und Sue. Geht in eure Kajüten und ruht euch aus. Justin, lass uns in unsere Kajüten gehen. Es gibt bestimmt großen Ärger. Captain, wir müssen den Kurs so weit wie möglich ändern. Schnell, versammeln Sie die Männer. Aber Fina, diese böse Vorahnung von dir. Könnte es das legendäre Geisterschiff sein? Nicht schon wieder dieses Schiff. Vergesst das, es ist nur eine Aberglaube. Ein Geisterschiff? Erzähl mir auch davon. Justin, hast du nicht gehört? Ich sagte doch, ihr sollt in eure Kajüten bleiben. Nicht fair. Können wir nicht ein bisschen bleiben? Das ist kein Abenteuerspiel von Kindern. Seid lieb und tu, was ich sage. Fräulein Fina. Oh mein Gott, sofort an Deck kommen. Captain, sagen Sie den Männern, sie sollen ruhig bleiben. Die Passagiere werden Panik machen. Ich kann es nicht aushalten. Wenn es wirklich das Geisterschiff ist, sind wir verloren. Das ist total panisch. Justin, lass uns zu Kajüten gehen. Wir können jetzt nicht gehen. Ich rieche ein großes Abenteuer. Lass uns an Deck gehen und gucken. Lass uns mal gucken. Lass uns gucken. Gucken gehen. Gucken und anfassen. Oder so. So, nicht nur ist es dunkel. Warte, Justin! Sieh dir das an! Hat sich Lernschiff. Ja, und der Ton spackt leider ein bisschen rum. Das Geisterschiff. Ist es nicht schön? Unglaublich! Ein echtes Geisterschiff! Unglaublich! Wow! Echt beeindruckend! Ich habe mich entschieden. Mein erstes großes Abenteuer werde ich auf diesem Geisterschiff da bestehen. So was Lasches! Gibt es denn auf diesem ganzen Schiff keinen einzigen tapferen Seemann? Hey, das ist doch Finas Stimme! Da drüben! Justin! Also eines wissen wir jetzt sicher. Wenn wir uns nicht um dieses geheimnisvolle Schiff kümmern, kommen wir nie lebendig nach Elencia. Das geht nicht mehr bloß um die Besatzung, sondern auch die Passagiere an. Zeigt ihnen, dass sie einen Seemann Mumm hat. Na los, Captain. Geben Sie Ihren Männern Anweisungen. Oh nein, wir sind erledigt. Das ist wirklich ein Geisterschiff. Wir werden alle sterben. Das ist doch bloß ein Wrack. Reiner Aberglauben, das Geisterschiff. Aber wir müssen das Schiff flotten machen. Siehst du, seit das Schiff dort aufgetaucht ist, liegt unseres fest. Und das trotz voller Kraft voraus. Nehmen Sie sich zusammen. Wir müssen zusammenarbeiten oder wir saufen allesamt ab. Aber Fina, was können wir denn ausrichten? Wir haben es mit einem Geisterschiff zu tun. Wir sind einfach Seeleute, ja? Wenn das Schiff sich nicht rührt, dann können wir gar nichts machen.
Nicht so mutlos, ihr seid doch tapfere Seeleute. Auf allen Meeren zu Hause? Das Geheimnis um das Schiff lüfte ich. Also wer kommt mit mir an Bord dieses Schiffes dort? Findet sich hier nicht ein tapferer Mann? Ein tapferer Junge findet sich. Seit dieses Schiff auf... Okay, ich wollte auch nicht mit dir reden. Keine Sorge, Fina, wir kommen mit. Justin? Jetzt schaut euch das an, Leute. Sogar diese Kids hier zeigen Tapferkeit. Ist denn kein tapferer Mann unter euch, der mich begleitet? Ich habe es dir doch gesagt. Ich komme mit auf dieses Schiff. Und aus den Geistern mache ich Kleinholz. Geister? Du kapierst es nie. Hör zu, Justin. Solange du an Geister glaubst, wird nie ein Abenteuer aus dir. Justin und Sue, ihr wartet einfach auf diesem Schiff. Ich mache mir Sorgen um... ich mache mir um dich Sorgen, Fina. Wie kann ich ein Mädchen allein auf dieses gefährliche Schiff lassen? Ein Mädchen? Wie ungehobelt. Ich bin Profi-Abenteurer. So blauig wie bin ich nicht, dass ich ein Amateur wie du um mich Sorgen machen müsste. Wenn ich nicht gehe, wer dann? Endlich komme ich mal in den Genuss eines Abenteuers. Auch ich bin Abenteurer. Du kennst doch die Lage. Wer weiß, ob du zu irgendwas Nütze sein wirst, Justin. Dieses Schiff verbietet es, jemanden mitzunehmen, der im Weg rumsteht. Das sagt mir meine Intuition. Jetzt ein richtiges Abenteuer. Das ist unfair, wenn du den ganzen Spaß für dich allein willst. Justin, denk nicht so plump. Abenteuer sind kein Kinderspiel. Man kann dabei sogar ums Leben kommen. Denk daran. Dann siehst du, dass ein echtes Abenteuer für dich zu gefährlich ist. Dir fehlt Erfahrung. Ach, das ist zu viel für mich. Dann mache ich es eben auf eigene Faust. Kommst du? Ha, aber... Oh, was mache ich jetzt? Bereit auf das Geisterschiff zu gehen, wie du gesagt hast, Fina. Keine Zeit für Späße. Ist ja gut, Justin. Gehen wir gemeinsam. Aber wenn du auch nur ein bisschen im Weg rumstehst, dann gehst du sofort zurück, versprochen? In Ordnung, natürlich. Überlass das nur mir. Na los, genug gelabert. Packen wir es an. Justin zu. Und damit haben wir Fina im Team. Stufe 6. Sie kämpfen mit Peitschen oder mit Messern? Sie kann eine lebende Peitsche oder einen Messerwurf. Und sie kann Feuerzauber. Cool. So, klettern wir also jetzt hier hoch auf den Kran. Können wir Fina jetzt darüber hatschen. Wow, was für ein unglaubliches Schiff. Ein echtes Geisterschiff. Du wirst doch nicht kneifen, Justin. Ha, Geister, lauter Hirngespinste. Mach dich nicht lächerlich. Ich habe doch vor so einem Schiff keine Angst. Aber Justin, wie kommen wir da runter? Wie wir da runterkommen? Schau, so kommen wir da runter. Chop. Ah, dieser Justin. Justin, so warte doch. Einfach runtergehopst. So. Ja, das ist so aufregend. Reg dich nicht zu sehr auf, Justin. Wer weiß, was noch passiert. Tut mir leid. Mein Abenteurerblut kommt durch. Ich kann nichts dafür. Ja, Justins erstes richtiges Abenteuer nach den Leckminen, wo Majava die Goblins vertrieben haben. Das ist dann doch schon was ganz anderes. Ich glaube, man kann da runtergehen. Ich gehe zuerst, dann folgt ihr beide mir. Okay. Wollte ich zwar eigentlich jetzt nicht, aber... Okay. Wow, stark dunkel, nicht zu sehen. Ihr zwei, seid nicht übermütig. Passt auf eure Füße auf. Das kann ich doch im Schlaf. Kein Problem für einen Spitzenabenteurer. Was ist das? Es ist weich und warm und... Justin, you pervert. Ja, soviel dazu. Er hat dir an den Arsch gekrapscht wahrscheinlich. Justin, was glaubst du, tust du gerade? Autsch, ist deine Schuld. Einfach stehen bleiben, wenn du vor mir gehst. Ach, vergiss es doch. Also weiter, wir dürfen keine Zeit verlieren. Hey, Justin, dein Gesicht ist rot. Macht sich halt auch noch voll über uns lustig.
Ich weiß es gar nicht, kann man wieder zurück? Nein, kann man nicht, schade. Aber man kann hier wieder für Unfug sorgen. Okay. So. Wie sehen wir eigentlich aus? Wir haben ja nichts weiter gemacht, also sind wir auch geheilt, alles klar. Können aber immerhin mal speichern. Ist ja schon eine Weile her. Seit wir in den Leckminen gespeichert haben. Auf einem Schiff gab es keinen Speicherpunkt, oder? Das hat mich ein bisschen verwundert. Schauen wir uns mal Tipps an, was wir hier haben. Zauber. Fina kann Zauber einsetzen, den Justin und Sue noch nicht einsetzen können. Justin und Sue können jedoch Zauberfertigkeiten erlernen, wenn sie im Besitz von Mana-Eiern sind. In einem Geschäft mit Stabsymbol kann man Mana-Eier gegen neue erlernbaren Zauber tauschen. Ein Mana-Ei ist Voraussetzung fürs Erlernen neuer Zauberfertigkeiten. Mana-Eier sind also sehr wichtige Gegenstände, deshalb achte darauf, Zauberfertigkeiten zu erwerben. Der Einsatz von Zauber im Kampf erhöht die Stufe des jeweiligen Zaubers, sodass ähnliche Zauber erlernbar sind. Ja, so ähnlich wie das Waffensystem funktioniert es auch mit den Zaubern. Ich muss ja echt sagen, ich finde dieses ganze Quest hier mit dem Geisterschiff ziemlich cool. Wenn wir uns hier die ganzen Totenköpfe einlachen. Ich wollte nur gucken, ob es da noch einen Weg gab, deswegen bin ich nochmal kurz zurück. Ich meine, okay, das ist das erste Mal, dass man Fina sieht, das ist schon alleine ein Grund, warum es cool ist. Kräuter. Einfach mal Auto. Was hat sie denn eigentlich so für Gegenstände gerade dabei? Mal gucken. Wandskasten, Gegengift. Alles klar. So, da haben wir auch gleich wieder neue Gegner. Und können gleich mal ein bisschen was rumprobieren. So, zum Beispiel, ja, genau, die Zauber von Fina. Greifen wir einfach mal den da an. So, Zauber funktionieren im Endeffekt genauso wie die Angriffe. Nur, dass man dann halt einen bestimmten Radius hat. Zum Beispiel hier, man sieht jetzt beide wackeln. Das heißt, man trifft auch beide. Und du machst einfach nochmal den V-Slash. Schön. So, jetzt kann man gleich sehen. Fina bekommt jetzt 10 Punkte auf die Feuerfertigkeit hinzu. Und ja, wie gesagt, genauso wie bei den anderen Fähigkeiten kann sie da jetzt eben neue Sachen lernen. Auf Stufe 4 Feuer, also eine Stufe höher, lernt sie da auf einen Stufe 2 Zauber. Stufe 9 brauchst du dann noch. Und Peitsche auf 14 und Feuer auf 12. Da lernt sie auch was Neues. Geschicklichkeit TP, TP und Klugheit geht hoch. Okay, dann würde ich mal sagen, machen wir erstmal die Peitsche weiter. Lassen wir also erstmal alles so, wie es ist. So, wie sieht es bei dir inzwischen aus? Du lernst auch bald das Ding, das ist gut. Und Justin. Du brauchst noch 2 Fertigkeitsstufen, dann hast du das auch. Okay. Machen wir also erstmal hier weiter. Und sehen zu, dass wir hier die ganzen Viecher erstmal erledigen. So, wie gesagt, man hat ja verschiedene Zauberstufen. Wenn ich jetzt hier Zauberstufe 2 hätte, hätte ich ganz andere ZP, als Zauberpunkte. Das sind hier keine direkten MP. Mal für jede Stufe was. Also solange ich Stufe 1 Zauber nur verwende, verwende ich auch nur die ZP von Stufe 1. Ich habe aber eben auch die ZP für Stufe 2 und 3. Und kann die auch nicht irgendwie konvertieren, irgendwie hin und her oder was weiß ich. So, du mal den da fertig. Und du greifst auch einfach mit V-Slash auf den an. So. Sieht doch ganz gut aus bisher. Das ist halt krass, wie stark Sue ist. 5 Stärke mehr als Justin. So, dann haben wir noch Kohle. Man sieht hier halt ein bisschen schlecht. Ich muss ein bisschen mit der Kamera arbeiten, um überhaupt was zu sehen. Ich glaube, da kann man runtergehen. Was hier? Ich will da jetzt aber allerdings nicht unbedingt runtergehen. Zumindest noch nicht.
Ist da jetzt was? Nein. Okay. Ich würde mich gerne erstmal hier hoch. Anscheinend komme ich von hier oben gar nicht weiter, hä? Nee, tatsächlich nicht. Okay. Das heißt, ich muss wohl runter. Also, nach unten. Geisterschiff Boden. Ey, was hüpft denn da schon wieder rum? Auf jeden Fall sind hier wieder Geister. Und der hüpft mich von oben an. Aber gibt uns dadurch einen Vorteil. Das ist natürlich auch nett. So, Meeresgelee. So, V-Slash haben wir natürlich, kennen wir jetzt. Aber das ist auch okay. Ich habe es ja extra benutzt, damit ich ein bisschen mehr Zeug kriege. Was hat's denn? Lebende Peitsche, Lähmungspeitsche, okay. Greifen wir den an. Und schau mal, was Brenn so hier für Schaden macht. Ja, leider nur den einen erwischt. So, greifen wir einfach mal die zwei an. Das sollte dann damit drauf gehen. So, und ihr zwei kümmert euch jetzt eigentlich um den hier. Klopft den ein bisschen hin und her und dann hat sich das. Not bad, eh? Oh yeah. So, 12, 8, 5, 6, sehr schön. Gut, gut, gut. Erfahrung immer wieder hilfreich. Wir nehmen hier alles mit, was wir kriegen können, um unsere Waffenfertigkeiten und so weiter zu verbessern. Und bei Fina, solange sie noch Zauberpunkte hat, auch die Feuerfertigkeit. So. Justin greift so an. Ah, sehr schön, beide erwischt. Das heißt, Justin wird es wahrscheinlich beide kalt machen können. Oh ne, einer war sogar erledigt. Cool. What a finch. So, die zwei Stufen. Ich weiß nicht, ob ich die zwei Stufen noch schaffe. Bis zum Ende dieses Schiffes. Das wäre auf jeden Fall praktisch, wenn ich es schaffen könnte. Ah, da ist ein Seil. Okay. Zum Geisterschiff Schatzkammer. Ist da sonst noch irgendwas? Nee. Okay. Sind wir in der Schatzkammer des Geisterschiffes? Ah ja, genau. Okay, okay. Das guckt er sich einfach nur an. Gehen wir mal hier lang. Genau, jetzt sind wir hier oben. Und können uns das hier holen. So. Puh. Dann wollen wir noch mal gucken, was wir hier haben. Nichts. Okay. Also gehen wir. Warte mal, was haben wir denn hier? Nichts. Okay. Also gehen wir den anderen Weg lang. Da liegt ein Stück Fleisch. Justin, bist du in Ordnung? Bist du verletzt? Stark, das war cool, Fina. Ah, Justin, du sahst nicht wirklich cool aus. Ah, von wegen, ich war nur ein wenig unvorsichtig. Oh, hat sie mir einfach gerade mal das Leben gerettet, weil da einfach mal übelst so eine Guillotinensense, was auch immer, da rausgestürmt kam. Ja, was hast du da gerade aufgesammelt? Man sieht gar nichts. Gleich mal ein Stück Fleisch, das kriegen wir gar nicht. Okay, dann nicht.
Hier kann man drauf gehen, okay. Und was bringt mir das jetzt genau? Ah, ich sehe es. Okay. Also gehe ich hier rüber. Oh, halt, warte. Da kann ich auch noch lang. Ne, kann ich nicht. Das ist zu. Alles klar. Das heißt, hier runter. Da von hier hier hoch. Von hier hoch hierher. Und im nächsten Part machen wir an dieser Stelle weiter. Wir sehen uns. Bis dann.